Ganz Mutter oder ganz Karriere? Diese Frage lässt Christine Lischka so nicht gelten. Sie ist Managing Partner bei der Designagentur Lothar Böhm GmbH und hält diesen Spagat zwischen Beruf und Familie bei Vätern für genauso existent. Lischka ist verheiratet, hat 2 7 und 14 Jahre alte Kinder und ist seit 22 Jahren im Beruf. Auf dem Weg in die Führungsetage hatte sie keine Angst vor der eigenen Courage. Hürden gab es dennoch, gerade nach der Geburt ihres ersten Kindes. Die Beeinflussung von außen ungleich größer, weil eigentlich die Welt davon ausgeht, man schafft es nicht. Und auch im Unternehmen wird erstmal natürlich geguckt, geht das, wie macht die das, wie ist die organisiert. Man schafft das, man kann es schaffen, dass wir mehr arbeiten und mehr Leistung erstmal zeigen müssen in dem Job als und um es zu beweisen, die Beweislast ist halt irgendwie immer auf unserer Seite. Ein Beispiel für gewachsenes und weiterhin wachsendes Selbstbewusstsein von Frauen, das auch Brigitte Huber bei ihren Leserinnen beobachtet. Die Chefredakteurin von Deutschlands führendem Frauenmagazin kommt jetzt mit einem Dossier zum Thema heraus. Ich würde mal sagen, dass heute tatsächlich Frauen noch etwas anders im Job vorgehen, aber dass sie auf keinen Fall versuchen, die Männer zu imitieren, sondern Frauen sind heute sehr viel selbstbewusster als früher. Sie wissen, sie sind qualifiziert und sie können was und sie möchten auch das nach ihrem Stil tatsächlich nach vorne bringen und das spürt man heute. Frauen können Chefetagen verändern und Unternehmen prägen. Das meinen etwa Verfechter einer gesetzlichen Frauenquote. Ihrer Ansicht nach ist das weibliche Geschlecht in Führungsetagen zu selten vertreten. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland diesbezüglich auf dem 8. Platz. In den Vorstandsetagen der 500 wichtigsten Unternehmen hierzulande liegt der Frauenanteil bei 2,4%. Bei den Aufsichtsräten ist jedes 10. Mitglied weiblich. Wir haben in Deutschland einen sehr, sehr guten Weg beschritten. Es sind viele Rahmenbedingungen jetzt angestoßen worden, Stichwort Kita-Plätze, Stichwort flexiblere Arbeitszeiten. Das geht alles in die richtige Richtung, aber es sind einfach viele, viele kleine Bausteine, die da zusammenpassen müssen. Und dann braucht es Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Da muss man mit Nachdruck dranbleiben. Ich persönlich habe zumindest aus meinem Berufsleben noch nie den Eindruck gehabt, dass es da grundlegend eine Männerclique gibt, die den Frauen irgendwas Böses möchte. Also daran glaube ich persönlich zumindest nicht. Oft stoßen Frauen aber noch immer an eine gläserne Decke, die zu durchstoßen häufig schwieriger ist, als die notwendige Qualifikation für die betreffende Führungsposition nachzuweisen. Eine gesetzlich geregelte Quote könnte hier Abhilfe schaffen. Christine Lischka hat es ohne Quote geschafft, aber wie sie selber sagte, die Beweislast sei bei ihr als Frau ungleich höher gewesen.